Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mori kocht. Heute machen wir mal lecker Waffeln. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe beim Thema Waffeln immer genau zwei Assoziationen. Drei, wenn man so das Internet-Meme mit dem Waffelrezept dazu zählt. Aber ja, zwei Assoziationen. Zum einen Schulfeste oder jedwede Form von Feste, wo einfach mal obligatorisch Waffeln verkauft werden. Und das andere ist aus meiner Restaurantzeit, wo ich noch im Restaurant gearbeitet habe. Da war es so diese Zeit zwischen Mittagsgeschäft und Abendgeschäft, genannt Nachmittag. Was ist da passiert gerade im Sommer? Temperaturen waren entsprechend sommerlich und die Terrasse offen. Was haben die Leute bestellt? Erstmal schön Waffeln mit Kirschen, mit Schlagsahne, mit ordentlich Schlagsahne. Aber eine Cola Light dazu. Waffelrezepte gibt es auch wie Sand am Meer. Insofern habe ich mir gedacht, zusammen mit der Barmer machen wir doch mal eine Variante, die jetzt vielleicht nicht aus dem komplett hellen Mehl mit vielen leeren Kohlenhydraten, viel Zucker, viel Sahne, viel Fett besteht, sondern wir machen eine etwas, ich nenne es mal, figurfreundlichere Variante, eine inhaltsvollere Variante. Nämlich machen wir Vollkornwaffeln. Das schmeckt besser, als es klingt. Und dazu machen wir so einen richtig leckeren, frischen Beerenquark. Denn der Vorteil, viele Beeren gelten nicht umsonst nur als Superfood, sondern Beeren haben auch im Sommer Saison. Eigentlich so gut wie alle über den Sommer verteilt. Also von daher absolut perfekt, wenn man auch auf Regionalität und Saisonalität achten möchte. Ein weiterer Vorteil kommt noch dazu, vor allem für die Sportler unter euch. Regelmäßige Mori-Koch-Zuschauer kennen das. Gerade mit dem Quark haben wir auch jede Menge Eiweiß mit dabei und bleiben dank der vielen komplexen Kohlenhydrate im Vollkornmehl auch entsprechend länger satt. Entsprechend schauen wir uns mal die Zutaten an und sehen hier schon Frische pur. Wie gesagt, Beeren haben im Sommer Saison. Das schmeckt eigentlich alles von Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren oder auch Kirschen. Könnt ihr alles nehmen, Johannisbeeren, was euch so vor die Flinte kommt. Solltet ihr das Ganze im Winter nachkochen, könnt ihr natürlich auch auf Tiefkühlbeeren zurückgreifen. Das gibt's auch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch variieren, wie euch das gefällt. Ich habe hier beispielsweise Vanillesirup, weil es ganz gut passt. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Sirup nehmen oder beispielsweise braunen Zucker statt Limette, Zitrone. Ihr kennt das Spielchen. Oder was man natürlich ebenfalls für den Waffelteig verwenden kann, ist sowas wie Grand Marnier, Cointreau oder Rum. Also da könnt ihr gerne mal ein wenig rumspielen, was die Geschmäcker angeht. Und damit legen wir los. Wir packen die Butter in eine Schüssel und schnappen uns eine halbe Vanilleschote und kratzen diese aus, geben diese dann ebenfalls in die Schüssel. Wichtig, den Rest nicht wegschmeißen, das kann man auf jeden Fall nochmal auskochen und oder für Vanillezucker verwenden. Ihr kennt das. Von dem Magerquark geben wir die Hälfte dazu, anschließend schnappen wir uns noch drei Eier und trennen diese. Das Eigelb kommt direkt in die Schüssel, das Eiweiß schlagen wir vorher steif und stellen es an die Seite. Wichtig hierbei ist, das Eiweiß ist erst fest, wenn ihr die Schüssel über den Kopf halten könnt und euch nichts auf den Kopf fällt. Danach mixen wir auch die Zutaten in der anderen Schüssel durch. Wichtig ist dabei diese Reihenfolge, denn wenn ihr es andersrum macht und etwas Eigelb ins Eiweiß kommt, dann kriegt ihr das nicht steif geschlagen. Insofern also die Reihenfolge beachten. Zu den Zutaten geben wir außerdem noch hinzu eine kleine Prise Salz, Backpulver, Milch sowie den Sirup und Dinkelvollkornmehl und rühren alles zu einem schönen, glatten, geschmeidigen Teig. Bevor wir jetzt allerdings das Eiweiß unterheben, machen wir weiter mit dem Quark. Dazu packen wir, wer hätte es gedacht, etwas Magerquark in eine Schüssel und geben etwas Milch hinzu. Das Ganze verrühren wir und außerdem packen wir einen Teil unserer Beeren mit rein. Die Beeren könnt ihr jetzt wahlweise zerdrücken oder auch pürieren, das gibt nochmal eine ganz schöne Farbe. Außerdem schnappen wir uns eine Limette oder Zitrone und geben etwas Saft davon hinzu, sowie, wenn ihr mögt, etwas Abrieb. Das gibt nochmal eine schöne Frische. Wenn ihr es ein bisschen süßer mögt, könnt ihr auch hier wieder etwas von dem Vanillesirup hinzugeben. Ich persönlich finde allerdings, dass die Beeren süß genug sind. Zu guter Letzt heben wir vorsichtig den Eischnee unter den Waffelteig. Wir wollen ja das Volumen nicht kaputt machen. Fetten das Waffeleisen ein und geben den Teig ins Waffeleisen und erhalten so wunderschöne Vollkornwaffeln. Und so sehen sie dann aus, unsere wunderbaren Vollkorn-Dinkelwaffeln mit leckerem Beerenquark. Sommerlich, regional, saisonal und einfach verdammt lecker. Das Rezept gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal der Barmer. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Link ist in der Beschreibung und lasst auch gerne ein Abo oder Like da. An der Stelle also auch nochmal ein großes Dankeschön an die Barmer, die dieses Video hier ermöglicht haben und auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachkochen.